Hallo, ich möchte euch zeigen, wie man einen Marmorkuchen macht. Als Zutaten benötigen wir 200 bis 250 Gramm Butter oder Margarine, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 4 Eier, ein Päckchen Vanillezucker, ein halbes Fläschchen Rumaroma, 500 Gramm Mehl, einen Viertel Liter Milch, ein Päckchen Backpulver und ca. 4 Esslöffel Kakaopulver. Als Arbeitsmaterial brauchen wir eine Kugelhupfform, gefettet und mit Semmelbrösel ausgestreut, eine große Rührschüssel und ein Rührgerät mit Schneebesen. Zusätzlich einen Teigschaber und eine Gabel für den Teig. Zuerst rühren wir die Schaummasse. Dazu rühren wir das Fett mit dem Rührgerät schaumig, bis es salbig ist. Nun geben wir die Eier und den Zucker dazu und rühren ihn, bis die Masse nicht mehr knirscht. Heizen wir den Backofen auf 175 Grad vor mit Ober- und Unterhitze. Als nächstes geben wir die Gewürze zu. Die Prise Salz, den Vanillezucker und ein halbes Fläschchen Rumaroma. Das Ganze wird jetzt mit dem Rührgerät vermischt. Für die Hauptteigmasse heben wir das mit Backpulver vermengte Mehl unter und die Milch immer abwechslungsweise. Nun entsteht ein dicker, zähflüssiger Teig, der gerührt wird, bis er schwer von der Gabel fällt. Nun machen wir den Gabeltest. Wenn der Teig schwer von der Gabel fällt, ist er in Ordnung. Nun können wir ihn in die Form füllen. Ungefähr 2/3 füllen wir in die gefettete Form, 1/3 lassen wir zurück, geben das Kakaopulver hinzu
mischen alles durch. Und fülle nun die Kakaomasse hinzu. Wir nehmen eine Gabel und mischen damit in drehender Bewegung das Kakaopulver und die andere Masse, damit eine Marmorierung entsteht. So. Nun nehmen wir unsere Masse und schieben sie in der mittleren Schiene in den Backofen und backen den Kuchen bei 175 Grad circa 60 bis 70 Minuten. Nachdem wir den Kuchen aus dem Ofen genommen haben und circa eine halbe Stunde abgekühlt haben, nehmen wir das Kuchengitter, legen es oben drauf, drehen das Ganze um und entnehmen die Backform. Unser Kuchen ist fertig und schmeckt hoffentlich so lecker wie immer.